Im Winter soll es ja immer warm und kuschelig sein und die Pullover, die uns warm halten, naja, sie sehen halt meistens dabei nicht so vorteilhaft aus und man fühlt sich irgendwie doppelt und dreifach nach Regentonne. Aber es gibt so ein paar kleine Tricks, mit denen auch ein super Oversize oder ein mega dicker Strickpulli ein bisschen stylischer aussehen können und euch trotzdem warm halten. Und die gucken wir uns heute nochmal an. Ich weiß, im Winter ist uns in allererster Linie wichtig, einfach nur warm und der Rest nach mir die Sinnflut. Aber man kann manche Dinge vielleicht trotzdem ein kleines bisschen verbessern. Und ich gebe ja auch zu, auch ich bin der Mensch, ich renne oft einfach nur in Leggings und Schlabberpulli rum. Dass das nichts für meine Figur tut, das weiß ich. Und heute gucken wir mal, was wir aber vielleicht ein kleines bisschen besser machen können. Und ihr sagt ja auch oft, Sarah, du steckst deine Oberteile immer rein. Bei dir sieht das auch gut aus, weil du hast halt so ein bisschen mehr Taille. Ich bin aber O-Typ, mein Bauch ist meine riesen Problemzone im wahrsten Sinne des Wortes und da habe ich heute auch natürlich noch ein paar Tricks, wenn ihr Oberteile nicht komplett reinstecken wollt, wie man es denn besser machen kann. Problemfall Nummer 1 ist der etwas weiter geschnittene Pulli, der auch ein bisschen sackiger sitzt und wenn man den reinsteckt, egal wie man es macht, es sieht halt einfach nur so eingeknuschel und gegruschel und es sieht halt einfach auch nicht besser aus. Gebe ich euch absolut recht, nicht jedes Kleidungsstück eignet sich gleich gut, um es sozusagen halt in den Hosen- oder Rockbund reinzustecken bzw. zu tacken, nennt man das auch, damit wir hier im Denglischen auch wieder mal ein bisschen was reinbringen. Bevor ich euch zeige, wie man das besser machen kann, schauen wir uns erstmal die verschiedenen Möglichkeiten an. Wie kann ich denn einen Pullover oder ein Oberteil tacken? Der beliebteste Tack bzw. die beliebteste Stelle, um den Pullover reinzustecken, ist ganz einfach mittig und vorne quasi beim Knopfloch. Nennt sich auch French Tuck und macht halt so einen Look einfach sehr, sehr lässig, locker, aber trotzdem irgendwie ein bisschen netter, als halt einfach nur den Pulli gerade drüber hängen zu lassen. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass man halt nicht zu viel Material hat, wie ich es eingangs schon gesagt habe, aber mit einem etwas schmaleren Pulli kann man den so einfach interessanter gestalten, weil es schlicht und weg besser aussieht, wie wenn der Pulli einfach nur gerade an euch herunterhängt, ihn einfach vorne so ein bisschen reinzutacken und das Ganze so ein bisschen locker drüber zu drapieren, dann hat man einfach etwas mehr Dynamik in der ganzen Optik, in der ganzen Silhouette. Gleichzeitig streckt euch das Ganze und lässt euch natürlich auch ein bisschen optisch schlanker wirken, weil es halt nicht so ein kastiger Look ist, sondern im Prinzip halt einfach einmal dieses gerade sackige unterbrochen wird. Dann gibt es den seitlichen Tuck. Da könnt ihr euch aussuchen, ob jetzt rechts oder links, was eure persönliche Schokoladenseite ist. Den mag ich auch am allerliebsten, weil der natürlich helfen kann, so ein bisschen Bauch zu kaschieren und gleichzeitig die Taille ein bisschen mehr betonen kann. Das heißt, ihr nehmt euch einfach den Pulli, steckt den Saum so ein bisschen rein, lasst das einfach so ein bisschen drüber drapiert, locker hängen und es gibt halt so eine kleine Seitwärtsbewegung und das sieht halt einfach richtig schön aus im Look und ist netter anzusehen, wie wenn der Pulli einfach nur drüber schlabbert. Der Vollständigkeit halber, man kann einen Pulli natürlich auch hinten tacken, nennt sich dann so Backtuck, aber für mich persönlich, ich weiß es nicht. Der soll irgendwie dann dadurch, dass man hinten im Prinzip es schmaler macht, fällt der Pulli vorne lockerer und soll den Bauch auch kaschieren. Ich persönlich finde gerade bei so einer Figur wie meiner, trägt das eigentlich eher sogar auf am Bauch. Also ich finde den nicht ganz so gelungen und muss auch sagen, nicht jeder von uns fühlt sich halt damit wohl, wenn der Pobbes so an der frischen Luft hängt und vorne dann halt irgendwie alles so rumflattert. Also ich kann mich persönlich nicht mit dem anfreunden. Ich wollte ihn aber ganz gerne der Vollständigkeit halber mit reinnehmen ins Video. Wenn ihr jetzt aber so einen Pulli habt, wie meiner, das erste Beispiel, der halt sehr voluminös ist, wo wir viel Material haben, der sehr grob gestrickt ist und der halt einfach nicht gut aussieht, wenn man den reinsteckt, dann kann man sich ein kleines bisschen behelfen. Und zwar nehmt ihr euch dafür einfach ein schlichtes Haargummi und ich mache das am liebsten auch mit einem Side-Tuck. Das heißt, ich nehme mir einfach meinen Pulli, klappe den quasi einmal um und nehme mir dann so ein Stückchen einfach in die Hand und knote das mit dem Haargummi sozusagen
Fragen fest. Wichtig ist, lasst ein Stückchen vom Saum über, weil das ist das Stück, das, nachdem ihr den Knoten quasi nach innen gerollt habt, dann in den Hosen- oder Rockbund quasi einsteckt, sodass ihr halt im Prinzip auch eine schöne Faltung sozusagen erzeugt, ohne jetzt groß irgendwie was zu können. Ja? Also ihr müsst jetzt keinen Marie Kondo machen am lebenden Körper quasi, sondern habt halt durch das Haargummi schon eine schöne Optik. Ne? Es ist so schön, wirft schöne Falten und hält halt dadurch natürlich auch besser. Plus der sehr voluminöse Strick und der sehr oversized Pulli kriegt einfach ein bisschen mehr Figur da rein. Wenn ihr Pullis habt, die zu lang sind, um dass sie solo als Pulli gut aussehen, aber zu kurz, um als Strickkleid durchzugehen, das hat sich sogar gereimt, dann habe ich natürlich da auch einen kleinen Trick für euch. Ihr könnt solche Pullis zum einen unter den BH stecken, also das heißt einmal nach innen und dann einfach unter den BH festklemmen und habt dann sozusagen halt vorne so eine Cropped-Optik und es gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Abwechslung. Ich persönlich bin aber nicht so ein richtiger Fan davon, weil ich auch meistens im Winter halt noch einen Top darunter habe. Das heißt, ich kann meinen Pulli gar nicht in den BH reinstecken, so rein technisch, weil da noch eine Schicht ist. Und ich finde, das hält halt auch nicht so gut, wenn man sich halt am Tag dann mal bewegt. Das rutscht meistens irgendwie wieder runter. Deswegen gibt es den bekannten Gürteltrick, auch absolut nichts Neues, habe ich euch auch schon mal in einem älteren Video gezeigt, wollte ihn aber ganz gerne nochmal reinnehmen. Da könnt ihr euch einfach einen sehr, sehr, sehr schmalen Gürtel nehmen, den ihr auf die Taille setzt und dann geht man einfach hin und steckt den Pulli sozusagen, nimmt den einmal nach oben und steckt den halt innen da rein, zieht das so ein bisschen durch, zubbelt sich ein bisschen zurecht, kann man einfach ein bisschen schauen vorm Spiegel, was sieht halt am besten aus. Ich mache das dann auch wieder so eher leicht seitlich und damit erzeuge ich auch wiederum diese Cropped-Optik und der ganze Pulli, der halt vorher einfach nur aussah wie so ein kompletter Sack, hat halt einfach ein bisschen diesen Pep, dieses etwas mehr. Okay, es ist nicht nur einfach ein Schlabberpulli, den sie drüber gezogen hat. Und wer möchte, kann natürlich auch einen Gürtel auf die Hose oder den Rock anziehen, hat dann zusätzlich noch das Detail, dass man halt den schönen Gürtel sieht. Oder aber, wenn es auch ein Rock ist und der hat oben einen schönen Bund mit, keine Ahnung, einer Verzierung oder so, kann man den halt auch besser zur Geltung bringen. Auch für langweilige Cardigans gibt es natürlich einen Hack. Die sind zwar theoretisch nicht richtige Pullover, aber gehen vielleicht als Pullover-Ersatz durch und ich möchte sie ganz gerne mit reinnehmen. Da gibt es nämlich einen super einfachen Hack, den ich auch mal auf TikTok getestet habe bzw. gesehen habe und dann mal in einem Video hatte erst letztes Jahr. Und da geht man einfach hin, wenn ihr so einen Cardigan habt, der so geschlossen halt, ja, ist halt irgendwas. Sie hat halt ein Kleidungsstück angezogen. Wow. Also es sieht halt nicht so spektakulär einfach aus. Und der ist halt sehr gerade geschnitten, sehr kastig, so steht meistens auch ein bisschen ab. Macht halt einfach keine schöne Figur schon per se. Dann kann man einfach hingehen und die unteren zwei Knöpfe ein bisschen anders zumachen. Dafür nimmt man sich einfach den untersten Knopf und dreht quasi auch einmal das Knopfloch von der anderen Seite so nach innen. Wichtig ist immer, dass ihr dieses nach innen Klappen habt. Das erleichtert euch später sozusagen das Drapieren vom Cardigan und steckt dann quasi den untersten Knopf in das Knopfloch darüber und den mittleren Knopf in das ganz unterste Knopfloch. Ich glaube, anhand der Bilder wird es klar, nur in gesprochen hört es sich irgendwie ganz komisch und kompliziert an. Und dann kann man das Ganze noch so ein bisschen zurecht drapieren, zubelt dann noch mal ein bisschen dran. Aber das wird auf jeden Fall halten, das kann ich euch versprechen. Und ihr habt halt diese schöne, leichte V-Form vorne, die auch einfach wieder eine schöne Silhouette zaubert, ein bisschen streckt, die Taille schön betont und es sieht halt einfach besser aus als vorher. Es gibt noch so einen ganz schlichten Hack, wenn ihr sagt, naja, aber mein Oversize-Pulli, den will ich halt drüber schlabbern lassen, damit meine ganze Figur umspielt wird und mein Bauch halt einfach, naja, komplett kaschiert wird. Ich will da nichts tacken und so, das ist mir alles zu blöd, will ich nicht. Dann kann man nochmal versuchen, so einen Oversize-Pulli, bevor man halt ganz aufgibt und aller Regentonne rumrennt, ein bisschen den Blick auf etwas anderes zu lenken. Und das heißt, freie Handgelenke kann vielleicht auch manchmal im Alltag ganz praktisch sein und unterstreicht halt einen eher sportlicheren Look bei so einem
Oversize-Pulli. Und meistens ist es halt so, dass wenn man die einfach nur hochschiebt, so wie ich das jetzt für das Video gemacht habe, sieht das halt auch nicht gut aus. Ne? Es ist halt irgendwie auch alles wieder so wuchtig und das hält halt auch nicht. Hier kann man sich auch wieder mit einem Haargummi behelfen. Ich nehme dann halt diese hier und ja, die Invisi-Bobbles und mache dann einfach im Prinzip einmal ums Handgelenk, zieht das Ganze hoch und man kann das auch einfach dann schön darüber drapieren. Das sieht halt eher aus wie gefaltet und so ein bisschen ordentlicher, plus es hält auch einfach besser und gibt dem Ganzen halt wieder eine etwas andere Optik einfach und lenkt vielleicht eher den Blick mal auf die Unterarme oder Handgelenke. Ich hoffe, da waren heute wieder ein paar nette Tipps für euch dabei, wie ihr eure dicken Winterpullis nochmal ein kleines bisschen aufpeppt und nicht nur einfach aufgebt im Winter und sagt, ach, Jeans, Pulli, der Rest ist mir egal. Ich fühle solche Tage auch, Leute, aber ich bin ja nun mal hier, um euch ein kleines bisschen mehr zu zeigen, als nur, naja, sie hat halt eine Jeans angezogen und einen Oversize-Pulli. Herzlichen Glückwunsch. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Hack euch am besten gefallen hat. Gebt dem Video auch gerne ein Däumchen nach oben. Teilt es gerne, sofern ihr die Tipps weitertragen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.